Bereit? Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Kannst du was sehen, Aiden? Danke, das ist echt total schön. Mach's auf. Jody. Alles okay? Ja. Mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan! Jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. Weißt du, wer der Kerl ist, der Typ bei Nathan? Keine Ahnung. Ich finde, Nathan macht... Ich weiß nicht, also... Er ist in letzter Zeit seltsam drauf. Er versucht gerade, Geld für das Labor zu bekommen. Vielleicht macht er sich Sorgen, du weißt, wie er ist. Dauert das noch lange? Ganz ruhig, Prinzessin, er kommt gleich wieder. Ich hoffe, es wird nicht so spät. Ich habe tonnenweise Hausaufgaben auf. Nathan beschwert sich über jede schlechte Note, aber er behält mich immer hier, wenn ich eigentlich lernen sollte. Diese Diskussion führst du bitte mit ihm, Prinzessin. Ich habe so einen Hunger. Man ist in Pause. Ja, ich habe auch Hunger. Wir müssen mit Nathan mal irgendwo anders hin. Irgendwas Feines. Ständig dieser Cafeteria-Fraß. Hey, wo gehst du hin? Warte doch auf Nathan. Was? Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Das ist ein Scherz, oder? Ich werde nirgendwo hingehen. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen zu gehen. Du musst das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Keiner schreibt mir vor, was ich mit meinem Leben anfange. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt.
Ich hol schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Sorge. Du machst das sicher gut. Mann, du wirst mir ja so sehr fehlen, Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du
Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will. Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will! Das ist mein Leben! Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben! Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner. Räum hier auf und mach mich noch hübsch. Genau, den Abfall in die Küche. Oh mein Gott. Mein Gott, das Dinner. Da ist bestimmt noch irgendwas in der... Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Asia-Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das... muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Pizzalieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Pizza. Ich meine, es ist der einfachste Weg, aber er wird nicht meckern. Ich rufe da an. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan.
großer Gott, ich kenne die Nummer im Schlaf. Hey, ja, ich möchte eine große Pizza. Die, Super Supreme. Zwischen 8 und 8:30. Ja. 6192 Columbus Street. Ja, 9. Stock. Okay, cool. Gut, danke. Nicht gerade eine Meisterleistung, aber es gibt was zu essen. Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Okay, da. Habe ich Zeit, noch unter die Dusche zu springen? Was ziehe ich an? Oh, hi, Ryan. Ich habe auf dich gewartet. Heiß. Heute sieht er eine vollkommen neue Seite von mir. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. Oh Mist. Mist, er ist zu früh. Ich komme! Oh, ganz toll, Aiden. Okay, du hast mich. Jetzt öffne die Tür. Aiden! Aiden, komm schon, mach auf! Spielchen spielen? Das kann ich auch.
ganz cool, Jody. Okay, jetzt komm runter. Kein Grund zur Panik. Du wirst das schon schaffen. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Bücher. Okay, ins Bücherregal. Okay, toll. Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Setz dich doch hin. Ich hol das Ding für die Weinflasche. Cooles Apartment. Hä? Huh? Ja, danke. Aiden, verfluchte Scheiße. Soll ich sie aufmachen? Nein, nein, ich mach schon. Okay. Ah.
Danke. Auf dein neues Apartment. Auf mein neues Apartment. Wann bist du eingezogen? Oh, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert und das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Wohnung habe. Für mich allein. Das ist cool. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ein Haus, etwas außerhalb. Ja, klein. Ich habe einen Garten. Stammst du von hier? Nein, ich stamme aus Oregon. Das ist nicht. Das ist nichts. Das ist. Eigen macht Stress. Achte nicht drauf. Vergiss ihn. Wie kamst du da? Moment. Hey, wie geht's dir? Oh, gut. Das stimmt so. Danke. Ich habe Pizza bestellt. Ich hoffe, dass... Nein, Pizza ist gut. Keine Sorge. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast 2 Jahren und ich weiß fast nichts über dich. Ich meine, da gibt's nicht viel zu sagen. Ich wohnte mit meinen Eltern auf dem DPA-Campus. Und dann war Nathan für mich da. Tja, ich meine, den Rest kennst du ja schon. Deine Eltern, hast du noch Kontakt? Nein, gar nicht. Ich glaube, sie hatten eine Todesangst, weil ich so anders war. Also, Nathan und Cole waren immer für mich da, mehr oder weniger. Sie haben mir geholfen mit Aiden, wie ich mich akzeptiere, wie ich bin. Ich meine, es war nicht immer einfach, aber ich mache Fortschritte. Hat Nathan dir je richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? Nein. Also nicht richtig. Sie haben viel herausgefunden über die Infrawelt, also... Aber nicht sehr viel über Aiden. Ich glaube sogar, dass nicht mal er weiß, wer oder was er ist. Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Ja. Ja, er verlässt mich nie. Und was ist mit dir? Hast du Familie hier? Nein, meine Eltern sind noch in Oregon. Ich sehe sie so selten wie möglich. Und bist du verheiratet oder sowas in der Art? Nein. Ja, ich meine, ich war's. Ja, meine Ex-Frau und ich sind geschieden seit 2 Jahren. Und es ging nicht gut. Ich meine, am Ende war es... Es gab gute Zeiten, aber es war wohl besser, getrennte Wege zu gehen. Und du? Bist du jemanden? Nein. Ich hab Aiden, also... Ich meine, aus unserer Welt. Naja, Aiden kann das. Er hat die Leute immer vertrieben. Oder es liegt einfach doch an mir. Vielleicht bin ich zu anders, um für jemanden interessant zu sein. Du bist toll, Jody. Aiden hat nichts damit zu tun.
Hör mal, ich glaube, ich gehe jetzt. Nein, Ryan. Hör zu, Aiden ist sehr eifersüchtig und er will dich mit keinem teilen. Und ich glaube, ihr müsst das erst klären. Nun zufrieden? Das war doch, was du wolltest. Er ist weg und du hast mich wieder für dich allein. Ich hoffe echt, du bist zufrieden und verflucht happy. Jetzt geh und flieg gefälligst in deiner unsichtbaren Welt und lass mich hier heulen. Ich hasse dich. Du fieses Arschloch!